Tja, manchmal sagt man ja so salopp, die besten, die coolsten Sachen, die passieren irgendwie ganz spontan und ohne große Vorplanung. Ja, und so ist es mir jetzt auch gegangen. Plötzlich sitzt da jemand vor mir, den ich nur aus dem Fernsehen kannte. Ja, und dann auch noch ein Typ, der eine ziemlich krasse Eishockey-Karriere auf die Beine gestellt hat. Als einer von nur ganz, ganz wenigen Deutschen ist es ihm gelungen, als Spieler Lord Stanley den Stanley Cup in Händen zu halten. Und ja, diese Eishockey-Weltkarriere, die hatte hier in Schwenningen ihren Ursprung. Und jetzt war Dennis Seidenberg zurück zu einer spontanen Stippvisite hier in der Helios Arena. Und wie lange es eigentlich schon her ist, dass er das letzte Mal hier war und wie sehr er sich über seine Rückkehr gefreut hat, das hat er uns in einem kurzen, aber sehr, sehr coolen Interview verraten. Und ich mache das normalerweise nicht oft, aber dieses Gespräch ist eine fette Empfehlung. Das solltet, nein, müsst ihr euch reinziehen. Dennis Seidenberg, zurück an dem Ort, an dem seine Karriere begann. Ja, es freut mich auf jeden Fall, hier zu sein, nach so einer langen Zeit. Es ist mittlerweile schon 19 Jahre her, das darf ich gar nicht laut sagen. Aber es wäre schön, mal wieder in der Arena zu sein, die neue Arena anzuschauen, wie toll sie verbessert wurde. Und das ist schon sehr erstaunlich und es freut mich, für den Schwenningen so eine Arena hier stehen zu haben. Mit was für Erinnerungen bist du denn hergekommen? Was war in deinem Kopf noch so drin, wie es hier aussieht? Ja gut, ich habe es ja auf Social Media schon gesehen, dass es schon sehr verbessert wurde, aber meine Erinnerungen waren ja die eine Seite offen, keine Logen, also es war alles Stehplätze auf der einen Seite, die andere Seite, ja, als ich damals noch gespielt habe, ja, waren Sitzplätze und das war natürlich sehr einfach und wie gesagt, die ist jetzt schon viel schöner als damals, als ich hier noch gespielt habe. Jetzt hast du von Schwenningen aus, kann man schon fast sagen, ja, die Eishockey-Welt erobert, hast ziemlich viel gewonnen. Krönung sicherlich der Stanley Cup mit Boston 2011. Gibt es dann trotzdem manchmal so Momente, auch wenn man in der ganzen Welt unterwegs ist, wo man dann auch an die alte Heimat zurückdenkt oder blendet man das dann irgendwann komplett aus, wenn man einfach als Spieler und Mensch auch einfach wächst? Nö, also ausblenden tut man es nie. Also man schaut immer auf die Wurzeln zurück, wo man angefangen hat, wo alles angefangen hat. Mit den ganzen Leuten, mit denen man zusammengespielt hat. Und von dem her blendet man das nie aus, aber das rückt schon etwas weiter in die Ferne. Und jetzt speziell auch noch mit meinem Bruder, der jetzt mittlerweile auch nicht mehr spielt. Da kriegt man auch nicht mehr ganz viel mit, was so abgeht in der DEL. Aber wie gesagt, ab und zu schaue ich da schon mal rein. Jetzt hast du angesprochen, Stanley Cup Sieg. Können nur ganz wenige Menschen empfinden, dieses Gefühl. Man sieht jedes Jahr vor dem Fernseher. Kannst du uns da so ein bisschen in die emotionale Welt abholen? Weil ich glaube, das ist ja schon das, was letztlich auch das ultimative Ziel eines jeden Eishockeyspielers ist, der vielleicht auch hier in Schwenningen, du hast gerade die U20 besucht, so ein bisschen ja, die ersten Schritte macht und versucht dann auch ja, in den Profibereich zu kommen. Gibt es da irgendwie was, das man in Worte fassen kann, wie das ist, wenn man den Cup hochhält? Ja, das ist irgendwie ein leeres Gefühl. Also für mich persönlich. Man arbeitet für 2 Monate jeden zweiten Tag. Die Spiele sind doch etwas härter wie in der regulären Spielzeit. Und deswegen, wenn man dann auf einmal am Ende ist und gewinnt, dann denkt man, ja, wann ist das nächste Spiel? Aber man ist am Ende oder man ist auf dem Berg angekommen, wofür man so hart gearbeitet hat. Und zuerst, finde ich, ist eine Leere da, aber dann wird es doch in den nächsten paar Tagen doch zur Realität und man feiert schön und es ist einfach, wie du schon gesagt hast, also es war die beste Zeit in meiner Profikarriere und wir haben es doch auch recht schön gefeiert. Jetzt ist natürlich auch so, als deutscher Spieler, glaube ich, das kann man ohne Umschweife sagen, das sagt ja auch jeder, der in Nordamerika spielt, den Adler auf der Brust zu tragen, ist auch ein sehr schönes Gefühl. Gibt es irgendwie so ein Erlebnis mit der Nationalmannschaft, das dich so ein bisschen auch ja immer an Deutschland und an diesen Stolz, die Nationalhymne zu hören und so weiter, verbinden wird? Ja, auf jeden Fall. Also die erste WM natürlich in meiner ersten Profisaison mit Mannheim, wo ich dann gleich zur Weltmeisterschaft eingeladen. Und es war sehr, sehr unerwartet und die WM war sehr nervenaufreibend. Hat man gegen NHL-Profis gespielt in der vollen Köln-Arena und natürlich die Nationalhymne gehört. Und die andere Sache, würde ich sagen, war meine ersten Olympischen Spiele in Salt Lake, als wir damals ins Viertelfinale gekommen sind, unerwartet. Und dann gegen die ganzen NHL-Stars von den Amerikanern gespielt hatten. Das war
auch gegen Russen, Fedorov, die Amerikaner mit Hull, Chelios, man kann auch unendlich weiterreden, aber das sind die zwei Turniere, die rausstechen. Wobei ich leider nicht bei den letzten paar Medaillen, die Deutschland gewonnen hat, leider nicht dabei war. Aber es ist schön, dass Deutschland jetzt mittlerweile auch oben mitsteht manchmal und hoffentlich geht es so weiter. Zwei Fragen noch, wenn es die vorletzte wäre. Gibt es irgend so einen Mitspieler, der sich besonders auch in dir selber so festgebrannt hat, von dem du gesagt hast oder sagen würdest, von dem konnte man viel mitnehmen, aber der hat auch zum Beispiel auch Vorbildfunktionen in Teams übernommen. Gibt es da so ein, zwei Leute, von denen du sagst, schon außergewöhnliche Spieler gewesen, mit denen ich da zusammen im Lockerroom sein durfte? Ja, also ich habe ja für 5, 6 Teams gespielt und da hat man schon viele Spieler dabei gehabt, also in Philadelphia, Peter Forsberg, Jeremy Roenick, Mark Recchi in Philly und in Boston, dann den Patrice Bergeron, den Brad Marchand, also es waren so viele, Eric Staal in Carolina oder Jaromir Jagr in Boston, also es waren schon viele Spieler, mit denen man zusammengespielt hat, wo man jetzt nicht immer sagen kann, okay, das war ein Vorbild vom Eis weg, aber da konnte man sich verschiedene Sachen anschauen, entweder auf dem Eis oder weg vom Eis, aber da hat man schon sehr viel erfahren und da bin ich sehr dankbar dafür. Zum Schluss noch, du bist jetzt halt, glaube ich, wenn ich richtig recherchiert habe, 3,5 Jahren oder so offiziell raus, deine letzte Elite Prospect Stats für die New York Islanders, das ist glaube ich von 2019, aber da ohne Spiel irgendwie geführt. Was macht denn das Seidenberg jetzt und wie geht es für dich beruflich oder als Person jetzt auch weiter? Was sind so nach der Karriere jetzt Dinge, die du gerne angehst und wo du dich vielleicht jetzt auch vertieft beschäftigen möchtest? Ja gut, also im Fokus stehen natürlich im Moment die Kinder, die sind 15, 12 und 11. Ich trainiere meinen Sohn, der ist 11, wir haben mittlerweile 60 Spiele in der Saison, Assistenztrainer. Dass ich nicht die ganze Verantwortung übernehmen muss. Aber sonst gehe ich noch mit den Islanders jedes Training aufs Eis. Ich bin noch mit denen beschäftigt, gehe mit den verletzten Spielern und mit den Ersatzspielern aufs Eis, dass die eine extra Eiszeit bekommen. Und von dem her bin ich noch am Eis beschäftigt, obwohl es im Moment eine kleine Rolle ist, aber wie gesagt, den Fuß in der Tür halten und dann, wenn ich dann bereit bin, in ein paar Jahren mal schauen, ob ich ins Trainergeschäft oder auch anders einsteigen will. Danke für deine Zeit, schön, dass du hier warst und immer herzlich willkommen auch bei uns auf unseren Social Media Kanälen. Vielen Dank.